Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rotmac und wir werden uns heute mal wieder mit ein paar Karten beschäftigen, die Blizzard Anfangs August raushauen wird in der neuesten Erweiterung Akademie Skolomanz. Ja, wir haben heute 15 Karten, die wir uns etwas genauer anschauen wollen und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Karten. So, und da haben wir auch schon die erste Karte, ist eine Dämonenjägerkarte. Kreislauf des Hasses für 7 Mana, fügt allen Dienern 3 Schaden zu, ruft für jeden vernichteten Diener einen Geist 3-3 herbei. Sprich aber auch für gegnerische vernichtete Diener, die werden ersetzt mit einem 3-3er, so wie natürlich die unseren. Das Gute ist, beim Dämonenjäger haben wir gute Möglichkeiten, kleine Diener rauszuhauen. Ich denke da gerade an die kleinen Adepte, ja, 1-1 mit Eifer, hat ja relativ viele Möglichkeiten. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Karte halt 7 Mana kostet und das ist relativ viel. Heißt in einer Runde, dass wir da viele Diener rausbringen können, plus Kreislauf des Hasses spielen können, wird schwierig. Wird schwierig, dass es sich dann auch rentiert und wir müssen auch beachten, der Gegner dürfte ja auch keine kleinen Diener draußen haben, sonst kann er auch noch davon profitieren und vielleicht sogar mehr als wir. Also da müssen wir vorsichtig sein. Ich bin gespannt, ob die Karte irgendwie ihren Platz finden wird. Weil wie gesagt, man muss eigentlich schon mit 2 Runden rechnen. In einer Runde spielt man viele kleine Diener aus, die müssen dann aber auch überleben und dann Kreislauf des Hasses. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Bin ich gespannt auf jeden Fall und werde mir das im Hinterkopf behalten. Ich spiele nicht so Dämonenjäger, von daher ist sowieso nicht so mein Ding, ja. Sowieso nicht. Gut, wir machen weiter mit der nächsten Karte und da haben wir eine Mischkarte und zwar Dämonenjäger Jäger. Jäger Ass Kren ist ein legendärer Diener für 3 Mana und 2 Vierer. Eure anderen Charaktere sind immun, während sie angreifen. Ja, davon haben wir auch schon andere Diener gehabt. Es heißt aber auch, eure anderen Charaktere sind immun. Ja, nicht nur die Diener, sondern auch mein Held. Also wenn ich mit dem Dämonenjäger oder mit meinem Hunter angreife, mit einer Waffe, kriege ich keinen Schaden ab. Also, sehr nice, solange diese Karte draußen ist, haben wir Immunität für all unsere Charaktere. Also das wird eine harte Nummer, das wird eine Karte, die der Gegner unbedingt weghauen will, weil wir können einfach Board Clear machen damit, ohne einen Diener von uns zu opfern oder selber Schaden zu fressen, wenn wir mit der Waffe angreifen. Kann sehr, sehr interessant sein. 4 Leben können natürlich auch relativ schnell weggehauen werden. Das ist kein Ding, aber ich sage immer noch, besser 4 Leben als 3 Leben. Und wenn wir uns das mal anschauen, für 3 Mana ein 2-4er mit dieser Fähigkeit, das ist schon eine harte Nummer. Also sehr interessant, weil wir auch eben mit Waffen arbeiten, sowohl beim Jäger wie auch beim Dämonenjäger. Kann also sehr, sehr interessant werden, bin ich gespannt drauf. So, wir machen weiter mit der nächsten Karte und da kommen wir jetzt zum Magier. Ja, und zwar Einäschern für 3 Mana, fügt einem Diener 4 Schaden zu, überschüssiger Schaden trifft beide Nachbarn. Interessanter Text. Wenn wir uns mal anschauen, für 3 Mana 4 Schaden zufügen, das ist okay, das hat Value, das ist schon mal in Ordnung. Fügt aber einem Diener 4 Schaden zu, wir können also nicht einem gegnerischen Helden die 4 Schaden zufügen lassen, sondern es muss auf einen Diener gehen. Ist aber auch gut, wir können den Diener selber auswählen, ja. Kann auch ein eigener Diener sein, wenn es denn so sein sollte, aber in den meisten Fällen, gerade beim Magier ja nicht unbedingt. Überschüssiger Schaden trifft beide Nachbarn. Heißt, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wenn der generische Diener, 3 Leben hat und wir haben dann einen Schaden, der überschüssig ist, geht der sowohl auf links wie auf rechts, weil so wie es da steht, überschüssiger Schaden trifft beide Nachbarn. Wir haben einen überschüssigen Schaden, der trifft beide Nachbarn. Wenn ich es richtig verstehe. Kann also sehr interessant sein. Kann auch sein, dass wir jetzt in der Mitte einen Diener haben mit einem Leben und links und rechts davon jeden Diener mit 3 Leben. Dann würden wir Einäschern auf den mittleren Diener machen, damit die beiden Diener links und rechts auch jeweils 3 Schaden abkriegen. Da machen wir mehr Value raus, ne? Wenn das so stimmt, wie das so steht. Wenn ich das richtig verstehe.
Also sehr interessant, kann taktisch sehr schön angewendet werden. Einäschern. Ja, da freue ich mich drauf. Auch ein nicht allzu kostenintensiver Zauber ist immer gut beim Magier. Das nehmen wir immer, wissen wir. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Karte und wir bleiben direkt beim Magier. Und auch bei schönen kleinen Zaubern. Denn wir haben diesen Diener für 5 Mana in 3 Achter. Und zwar ist das Meisterdualantin Mozaki. Verleiht Zauberschaden plus 1, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Ja, das heißt, der Zauberschaden, der bleibt fix auf der Karte drauf. Bleibt fix drauf. Wir können das immer wieder weiter ernähren, quasi. Wenn wir so wollen, mit Zauberschaden nähren. Und für jeden Zauber, den wir spielen, und wir haben bei Magier sehr viele kleine Zauber, ich denke da an arkane Geschosse. Wenn wir 2 arkane Geschosse nacheinander spielen, dann wird der zweite schon mehr Schaden machen als der erste, weil der erste macht ja auch schon wieder einen Zauberschaden mehr. Ich glaube, ihr kommt mit. Ja. Oder wir haben auch irgendwie Arkanatem. Auch das, ne, für einen Mana, raushauendes Zeug. Also sehr interessant und gerade der Magier geht immer mehr in die Richtung, viele kleine Zauber zu spielen und dann damit Value zu erzeugen. Bin ich gespannt, für 5 Mana ein 3-8, da muss man sich auch überlegen, ja. 3-8, den bringt man nicht so schnell weg, ja. Die Meisterdualantin, die bleibt eine Weile wahrscheinlich auf dem Board. Also eine sehr, sehr gute Geschichte. Bin ich auch gespannt und macht den Magier für mich wieder interessanter. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, Mozaki kann durchaus brutal werden. Ja, wenn man dann ein Deck drauf auslegt, kann durchaus brutal werden. Definitiv. So, wir machen weiter mit der nächsten Karte. Und zwar haben wir wieder eine Doppelkarte. Und zwar für den Krieger und für den Paladin. Zeremoniehammer. Zeremonienhammer. So, für 3 Mana eine 2-2er-Waffe mit Zauberschub. Und das haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Zauberschub ist ein Effekt, der wird ausgelöst, sobald wir, nachdem wir diese Karte gespielt haben, den ersten Zauber spielen. Muss nicht in der gleichen Runde sein, kann eine Runde später sein, 2 Runden später sein. Aber sobald wir den ersten Zauber spielen, wenn diese Karte auf dem Board ist, dann wird Zauberschub aktiviert und in diesem Falle wäre das, ruft einen Schüler mit Spott herbei, dessen Werte den Zauberkosten entsprechen. Ja, von der Karte, die wir ausspielen, die Zauberschub natürlich aktiviert. So, da haben wir natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel beim Krieger kommt mir gerade so Dimensionszerfetzer in den Sinn. Ja, das Ding kostet 10 Mana. Wir können irgendwie, glaube ich, 2 Kopien auf unser Board legen von denen, die in unserem Deck sind. Und wir kriegen dann halt einen 10-10er Spott-Typen durch Zauberschub von dieser Waffe. Geil, ja. Kann auch Mana günstiger sein natürlich. Wir können im gleichen Zug mit zum Beispiel, sagen wir, Scharmützel. Ja, 5 Mana. Haben wir 5-5er mit Spott. Das heißt, wir haben für 8 Mana eine Waffe 2-2 plus ein 5-5er mit Spott und wir haben vorher das Board geklärt. Kann man machen. Kann man machen. Auch beim Paladin gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, mit Zaubern zu arbeiten. Also eine sehr interessante Geschichte, gerade auch, weil Spott halt bei Paladin wie auch Kriegern sehr interessant ist. Es ist eine Waffe, was auch wieder bei beiden sehr interessant ist. Also sehr gut. Ich würde sagen, diese Karte, die werden wir sicherlich das eine oder andere Mal sehen. Bin ich fast ziemlich sicher. Ja. So, wir machen dann auch direkt weiter mit der nächsten Karte. Und da haben wir Stalltänzerin. Ist auch eine Doppelkarte für den Krieger, aber auch für den Schurken. Für 4 Mana ein 4-4er. Stalltänzerin hat einen Kampfschrei, ruft einen zufälligen Diener herbei, dessen Kosten dem Angriff eurer Waffe entsprechen. Ja, auch so eine bekannte Mechanik eigentlich, dass wir da mit den Angriffen der Waffe irgendwie was machen, egal ob wir einen Diener rausspielen und der kriegt dann auch die Werte der Waffe oder so. Hier kriegen wir einen zufälligen Diener herbei als Kampfschrei-Effekt, dessen Kosten dem Angriff unserer Waffe entsprechen. Würde es beim vorangegangenen, bei der Waffe hier, würde das bedeuten, wir kriegen dann einen Diener, der 2
Mana-Kosten kostet herbei. Wir wären dann schon insgesamt für 6 Mana-Kosten die da draußen und wir haben aber nur 4 bezahlt. Reingelegt, ja. Gut, aber da gibt es natürlich noch viel bessere Waffen. Arkanschnitter und so weiter. Also da kann man ganz anders mit umgehen und auch hier wieder, ja, der Schurke wie auch der Krieger arbeiten mit Waffe. Ich gehe mal davon aus, die wird beim Krieger ein bisschen mehr Anklang finden, wobei beim Schurken natürlich auch gut ist, wenn wir da möglichst viele, die ihn da draußen haben könnten und das würde damit auch wieder gewährleistet sein. Also eine sehr interessante Geschichte. Ich finde jetzt aber nicht, dass die Karte jetzt brutal stark ist. Ja, sie ist okay, aber ja, die wird auch nicht in jedem Deck gespielt vom Krieger und vom Schurken. Da kann ich jetzt schon die Hand ins Feuer legen. Trotzdem, nette Idee, werden wir weiter beobachten. So, es geht weiter. Wir haben als nächstes eine Schurkenkarte und zwar Agentin Lillian. Für 4 Mana ein 4-2er, hat Verstohlenheit und Todesröcheln. Ruft Lillian die verlassene 4-2 herbei, die einen zufälligen Feind angreift. So, und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde jetzt die Karte nicht der Schizzle-Dizzle, ja, ist jetzt nicht so der Hammer. Für 4 Mana ein 4-2er mit Verstohlenheit, meh, ist nicht so wahnsinnig gut. Dann hat sie ja noch einen Todesröschchen-Effekt, dass sie nochmal einen 4-2er herbeiruft, der einen Feind angreift. Das einzige Mal, wo ich das wirklich sehe, wo das mir extrem Value bringen könnte, wäre, wenn ein Diener noch draußen ist beim Gegner, der greift Agenten Lillian an, beide sterben, so, ich kriege einen 4-2 und er hat keinen Diener mehr draußen und der 4-2 geht ihm ins Gesicht, dem Gegner. Wäre eine Möglichkeit. Ich fände es aber fast cooler, wenn wir statt Verstohlenheit Eifer gehabt hätten. Dann hätte man Agentin Lillian rausspielen können, damit angreifen, Diener angreifen können und dann gleich nochmal einen 4-2 kriegen, den er einen zufälligen Feinden angreift. Aber ich finde die Karte nicht wirklich geil, muss ich sagen, für eine legendäre Karte. Wenn wir vergleichen, was der Krieger bekommen hat, was jetzt auch der Magier kriegt, ja, auch nicht so schlecht. Aber Agentin Lillian, vielleicht täusche ich mich komplett, aber ich finde, die Karte ist nicht so der Wahnsinn. Bin ich gespannt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denn von der guten Agentin haltet. Wie gesagt, mich überzeugt sie bisher noch nicht, aber ich lasse ihr auch erstmal Zeit. Die soll erstmal ausgespielt werden im Spiel und soll zeigen, was sie denn genau kann. Aber ja, allein jetzt vom Text her würde ich diese Karte nicht unbedingt. Todesröcheln, vielleicht kann man damit arbeiten, mit Synergien beim Schurken natürlich möglich, aber meh. Sagt mir, was haltet ihr von dieser Karte? Ich bin gespannt. So, wir machen aber erstmal weiter mit der nächsten Karte. Und da sind wir jetzt beim Priester angelangt. Akolyt der Kabale. Für 4 Mana ein 2-6er. Hat Spott und Zauberschub. Übernimmt die Kontrolle über einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Eine sehr interessante Karte. Ja, da können wir das Ganze vergleichen mit der Kabalen-Schattenpriesterin. Ja, die war ein bisschen teurer. Ja, hatte ein bisschen andere Werte, hatte keinen Spott und hatte halt das Ganze als Kampfschrei und musste nicht durch Zauberschub getriggert werden. Aber ehrlich gesagt, ich finde Akolyt der Kabale besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Spott 2-6 mit Spott, wir haben nur 4 Mana, die wir bezahlen müssen für ihn. Heißt, wir haben relativ gut die Möglichkeit, noch mit weiterem Mana im gleichen Zug noch einen Zauber zu spielen. Können einen Diener mit Maximum 2 Angriff übernehmen. Soweit, so gut. Wird interessant. Ich denke mal, sie wird gespielt, weil Spotter ist auch nicht so schlecht. Gerade beim Priester, wenn der ein bisschen Schaden kassiert, kann er wieder hochgeheilt werden. Ist absolut kein Ding. 4. Runde, die raus. Und wir können vielleicht sogar direkt im gleichen Zug auch noch einen Diener übernehmen, weil auch der Priester hat ja Zauber, die 0 Mana kosten. Also könnte das gut sich ausgehen. So, wir machen aber weiter. Wir machen weiter und zwar weiter mit einem Priester-Karte. Und erledigte Erstklässlerin, ja, gibt nicht viel zu sagen dafür. Oder dazu, 1 Mana, ein 1-4er, fertig. Ich finde es trotzdem interessant. Weil
Wir wissen die Quest beim Priester, wir wollen uns heilen. Wir haben in der ersten Runde hier einen 1-4er draußen, der halt den Gegner dazu zwingt, dass er eigentlich nicht spielen kann. Selbst wenn der Gegner was spielt, ein 2-2er, wir hauen einmal drauf, heilen unsere, erledigt die Erstklässlerin wieder um 2, ja, heißt unsere Quest wird da wieder schön gefüllt mit Heilung. Easy. Das will der Gegner nicht. Also spielt er vielleicht auch im zweiten Zug noch nichts, weil er es nicht riskieren will, mir hier Heilung reinzudonnern. Also erledigt die Erstklässlerin besser als auf den ersten Blick geahnt, würde ich mal meinen. Könnte sogar besser werden. Bin ich gespannt. Ich sehe da ein paar Kombinationen, die man da gut spielen könnte. Die Kleine, die hatte Pfupf im Hintern. So, gut. Heißt, wir machen auch direkt weiter, weil viel zu sagen gibt es zu dieser Karte, wie gesagt, eigentlich nicht. Wir machen weiter mit einer Mischkarte zwischen Priester und Hexenmeister. Und da werden wir jetzt drei Karten uns anschauen, die für beide Klassen jeweils sind und die sehr interessant sind, Freunde. Sehr interessant. So, wir beginnen aber mit ihm hier, Fleischriese. Ja, für 8 Mana. Ist ein 8-8er, kennen wir, ist quasi so ein Meeresriese und so weiter. Ne? Kostet eins weniger für jede Veränderung am Leben eures Helden in euren Zügen. So, heißt, das summiert sich. Ja, es ist nicht nur im letzten Zug hat es da Lebensveränderung gegeben und der kostet jetzt eins weniger und fertig, sondern seit Beginn des Spiels jede Veränderung an unserem Leben. Und man nehme jetzt den Priester. Ja, wir kriegen Schaden, wir heilen Schaden. Das heißt extrem viel Veränderung, was unsere Leben angeht. Beim Hexenmeister, wir kriegen Schaden, den wir uns selber machen können, mit Adalas. Wir können uns auch gut heilen beim Hexenmeister, ist auch gut möglich. Aber ich denke mal, jetzt beim Priester ist die sogar interessanter. Ja, und dann bei einem Priester, der halt auch wieder die Toten auferweckt, Fleischriese, meh. Ja, also eine sehr interessante Geschichte. Aber auch beim Hexenmeister. Ich finde, bei beiden Klassen passt er ganz gut rein. Und diese Mechanik, Veränderung vom Leben macht irgendwas, werden wir gleich beim nächsten Karten auch noch haben. Und die schauen wir uns jetzt gleich direkt an. Und zwar haben wir Morschknochenzerstörer für 4 Mana. Auch wieder für Priester und Hexenmeister. Und zwar ist es eine 3-3er-Kreatur. Kampfschrei. Zerstört einen Diener, wenn sich das Leben eures Helden in diesem Zug verändert hat. Heißt, für 6 Mana wird sich das Ganze sicherlich angebahnt haben. Wir können Adalas machen beim Hexenmeister, Morschknochenzerstörer rausbringen und einen Diener zerstören. Wie krass ist das denn? Wir haben 3-3er draußen und einen Diener zerstört für 4 Mana. Ja, 6, wenn wir Adalas dazu nehmen natürlich. Aber krass. Und es wird nicht ein zufälliger Diener zerstört, wir können einen auswählen. Und das, finde ich, macht die Karte nochmal viel stärker. Ist nur eine rare Karte, also die hat es in sich. Beim Priester genau das gleiche, wir heilen uns. Aber wir geben uns sogar noch irgendwas Zusätzliches, wie wir tun uns was Gutes quasi. Ja? Wir heilen uns. Und bringen den raus und zerstören noch einen gegnerischen Diener. Egal, ob der 12-12 Spott hat. Ist egal. Wir zerstören ihn einfach. Also, die Karte ist von mir aus gesehen brutal stark. Gerade bei diesen zwei Klassen, Hexenmeister und Priester, die mit ihrem Leben spielen können, wie sie wollen. Ich finde es brutal. Also, diese Karte ist mir schon fast zu stark. Ja, aber ich nehme sie, weil ich spiele Hexenmeister und Priester. Von daher machen wir das. Ja, gut. Dann machen wir weiter. Und zwar wieder eine Mischkarte. Wieder für Hexenmeister und für den Priester. Und zwar Schülerschreck-Gandling. Für 4 Mana ist es ein 3-6er. Nachdem ihr einen Diener ausgespielt habt, vernichtet ihr ihn und ruft einen gescheiterten Schüler 4-4 herbei. So, und da kommen jetzt natürlich da läuten die Alarmglocken. Das ist eine legendäre Karte für beide Klassen. Priester und Hexenmeister. Und Freunde, da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja? Priester, ich meine Lakaienpriester. Priester, ja. Brutal.
jeden Lakaien, den wir raushauen, jeden kleinen Diener, jede Schülerin, ja, die wir raushauen, wird vernichtet mit einem 4-4er. Jetzt spielen wir noch irgendwas, was Todesröcheln hat. Irgendwas Kleines. Ja, aber hallo. Ja? Hexenmeister, genau das Gleiche. Ein Zulok, Freunde, ein Zulok. Wir spielen was raus, was Todesröcheln hat, dass es noch Diener herbeibeschwört. Ja, aber hör mir auf. Dann haben wir den 4-4er plus die herbeibeschworenen Diener. Das Ding ist, wir müssen hier aufpassen, es heißt ausgespielt, ja, nicht beschworen. Also wir können nicht einen Zauber ausspielen, der uns Diener beschwört. Das nützt nichts. Wir müssen einen Diener ausspielen, damit wir einen 4-4er dafür kriegen und den zerstören können. Also, aber eine brutal starke Geschichte. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Wir wissen auch, beim Hexenmeister gibt es ja die Möglichkeit, aus unseren Lakaien 4-4er zu machen, den Rest des Spiels. Und hier haben wir halt, solange Schülerschreck-Gandling auf dem Board ist, der hat 3-6, also so schnell wird er nicht weggemacht. In der vierten Runde, Freunde, man überlege sich das auch noch, in der vierten Runde, das wird brutal gut. Also da freue ich mich drauf. Schülerschreck, Gandling, du bist ganz oben in meiner Liste. Ja, sehr cool. So, dann geht's weiter. Mit einer Hexenmeisterkarte. Und das wäre jetzt so eine Möglichkeit hier zum Beispiel beim Hexenmeister. Knochenweberei. Für 2 Mana 0-2er hat einen Todesröcheln-Effekt. Ruft 2 Spinnen, 2-1 herbei. Löst das Todesröcheln dieses Dieners aus, wenn ihr ihn abwerft. Also hier haben wir sogar die Möglichkeit, die Karte abzuwerfen, damit das Todesröcheln zumindest aktiviert wird. Aber jetzt wieder mit in Verbindung mit Gandling. Wenn wir die ausspielen, Todesröcheln wird direkt auch benutzt. Wir kriegen 2 Spinnen, 2-1, die aufs Board kommen. Und aus Knochenweberei wird ein 4-4er. Hallo? Habe ich was verpasst? Wie geil ist das denn? Ja, wie geil ist das denn einfach? Es gibt gar nicht mehr zu sagen dafür. Ja? Zulok, Discardlok, es wird überall kann das gebraucht werden. 2-1er, 2 Stück. Sind 4-2 insgesamt vom Value her, die aus dem Todesröcheln rauskommen. Ja, gibt's nichts mehr zu sagen. Die Karte, die werden wir sehen und verfluchen. Da bin ich 100% sicher. So, dann, jetzt hört das hier schon auf. Wir haben noch nicht alle Karten durch. Nee, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch, Freunde. Wir haben noch 2 Karten. Und zwar Totem Goliath. Zum einen für den Schamanen. Für 5 Mana ein 4-5er Totem. Todesröcheln beschwört alle 4 Basis-Totems, Überladung 2. Auch hier wieder, wir haben beim Schaman die Überladungssynergien, die funktionieren können. Vielleicht wird hier auch wieder ein bisschen mehr darauf aufgebaut. Würde mich sehr freuen, weil ich finde Überladung schon cool, wenn die Synergien ergeben. Aber das wird sich zeigen. Auf jeden Fall beschwören wir alle 4 Basis-Totems als Todesröcheln. Sprich, wir haben insgesamt Value. 5 Mana bezahlt, wir haben 4-5er plus wir haben noch für 8 Mana weitere 4 Totems, wenn dieser hier sterben sollte. 13 Mana insgesamt. Wir bezahlen aber nur 5. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, klar, die Überladung, kann man noch 2 dazuzählen, ist auch ein Totem, hat auch wieder Synergien beim Schaman an und für sich. Also, interessante Geschichte. Ich finde Totem-Schamanen sowieso immer cool, wenn sie das ein bisschen forcieren. Ob es in diesem Add-on auch reichen wird, um hier auf Totems zu gehen mit dem Schamanen, werden wir sehen. Momentan ist es ja nicht unbedingt sehr stark. Leider. Aber ich denke mal, der Schamane hat es auch verdient, da wieder ein bisschen mehr gepusht zu werden. So, und dann kommen wir zur letzten Karte für heute. Und das ist niemand Geringeres als der Schulleiter, Kel'Thuzad himself. Ja, für 5 Mana hat ein 4-6er, hat Zauberschub, ruft alle Diener herbei, die der Zauber vernichtet. Also der Zauber, der Zauberschub aktiviert, der ist auch dafür verantwortlich, dass wir alle Diener herbeirufen, die er vernichtet hat. Und diesmal kann man auch sagen, wenn gegnerische Diener vernichtet werden, werden die auf unserer Seite wieder beschworen. Ja? Und deshalb, Freunde, es ist eine neutrale Karte, ja? Da gibt es Möglichkeiten. Aber Chaos Nova zum Beispiel beim Dämonenjäger oder Flammenstoß beim Magier sind natürlich dafür geeignet. Ja? Sind sehr geeignet dafür, hier Board Clear und wir kriegen dann einfach mal das Board voll auf unserer Seite
Und ja, hol er die Waldfee. Ja, dann geht's aber los hier. Dann geht's aber los. Aber er muss natürlich für die Karten auch überleben. Er kostet selber 5, also wenn wir da irgendeinen Zauber spielen wollen, der mehr als 5 Mana kostet, dann muss Schulleiter Kaltusat für mindestens eine Runde überleben, ansonsten wird es halt relativ schwierig, die Kombination so zu spielen. So, Freunde, das war's aber auch für dieses Video. Ich werde mich gleich dran setzen und das nächste machen, denn wir haben schon wieder weitere Karten, die revealed wurden von Blizzard. Die geben jetzt richtig Guzzi, ja, sagt man im Schweizerischen. Die geben da richtig Gas und da muss ich mich dran halten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr denn von diesen Karten haltet. Ich für meinen Teil kann schon mal sagen, Magier, Priester, Hexenmeister, Krieger, geil. Ja, das wird alles schon mal richtig, richtig geil. Ich glaube, der Schurke, der wird mich weiterhin nicht wirklich überzeugen. Dämonenjäger jetzt auch nicht so wahnsinnig. Aber ich lasse mich da weiter überraschen. Wir haben noch viele, viele Karten, die uns erwarten. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auch kein Video auf dem Kanal verpasst. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.